Das machen wir gern, Frau Präsidentin. Meine lieben Kollegen und Kolleginnen, ich will nicht ganz höflich sein. Wo ist er, der nette Gufen? Ach, da ist er. Ich war ja auch am 29. Januar vor dem Landtagsgebäude und habe mir diese Demonstration der Bergneustädter angesehen. Und ich habe auch in diesem Zusammenhang Ihren Fraktionsvorsitzenden Armin Laschet erlebt. Ich habe ihn erlebt, um mal in einem Bild zu bleiben, als Retter der Witwen und Waisen, der dann angekündigt hat, und wir greifen das Ganze auf als CDU-Fraktion und werden das zum Gegenstand einer Debatte im Landtag machen. Und so ist dieser Antrag zustande gekommen. Und nun schauen wir uns diesen Antrag mal an. Und ich beziehe mich jetzt wirklich nur auf das, was Sie da fordern. Beispiel 1. Sie sagen, hohe Hebesätze sollen als Standortnachteil anerkannt werden und es soll mit geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden. Ich glaube auch, Willi, wir sind uns da einig, sage ich mal, dass das ein Standortnachteil ist, ohne Zweifel. Das muss man hier nicht großartig beantragen bzw. in einem Schreiben deutlich machen. Das wird, denke ich, fraktionsübergreifend in diesem Zusammenhang anerkannt. Aber mit welchen geeigneten Maßnahmen entgegengewirkt werden sollen? Da findet man nichts. Nichts in Ihrem Antrag. Beispiel 2. Sie sagen unter dem zweiten Spiegelstrich, Maßnahmen sind zu unterlassen, die die kommunalen Haushalte belasten können. Ja, welche meinen Sie denn? Kollege Michael Hübner hat gerade das Thema Flüchtlingspolitik aufgegriffen. Wir hatten 2014 Kosten und Unterbringung von Flüchtlingen 80 Millionen Euro im Einzelplan 3, Titelgruppe Integration, ausgewiesen. Wir sind jetzt bei 1,94 Milliarden Euro und klar ist, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir werden im Rahmen von Nachträgen hier noch weiter nachführen. Und wenn man wirklich den Kommunen helfen will, Bergneustadt, Remscheid, Recklinghausen, dann sollte man andere Enden in dem Zusammenhang anpacken. Beispielsweise die Frage, wie lange dauern solche Verfahren? Wann werden diese Verfahren abgewickelt? Wir wissen, sage ich mal, aus entsprechenden Statistiken der Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge, dass zum Jahresbeginn 700.000 unerledigte Verfahren auf der Halde liegen und dass weitere 200.000 bis 300.000 Verfahren noch gar nicht begonnen worden sind. Und das löst die Kosten aus und die Belastung auf der kommunalen Seite. Drittes Beispiel. Sie sagen, für eine bessere finanzielle Ausstattung der NRW-Kommunen ist zu sorgen. Schön. Unterstützen wir, schreiben wir auch gleich unser Wille mit runter. Ich frage mich nur mal, wer das Ganze sagt. Zum einen anlässlich Ihrer Regierungszeit 2005 bis 2010. Ich kann Ihnen nur sagen, wir sind schon längst dabei und ich würde mich freuen, wenn Sie das mal endlich wahrnehmen würden. Danke. Wir haben alleine, Herr Nettekofen, GFG 2016 gegenüber GFG 2015 um 710 Millionen Euro angehoben. Wir haben alleine durch die Einbeziehung, Michael Hübner ist da gerade schon drauf eingegangen, durch die Einbeziehung der Grunderwerbsteuer, die Sie seinerzeit rausgenommen hatten, aber auch die Herausnahme der Befrachtung, mehr als 2 Milliarden Euro substanziell im Gemeindefinanzausgleich seit 2010 zugeführt. Insofern, mehr als 5,76 Milliarden Euro werden im Rahmen des Stärkungspaktes Finanzen den Kommunen bereitgestellt, davon alleine 4 Milliarden Euro an Landesgeld. Wir kümmern uns um die finanzielle Ausstattung der NRW-Kommunen, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Gehen wir zum vierten Beispiel. Die individuelle Situation der Stärkungspaktkommunen ist zu berücksichtigen. Ich habe mich gefragt, ja, was mache ich denn mit diesem Satz? Was wollen Sie uns damit sagen? Ich kann mich entsinnen, dass Sie den Stärkungspakt, Sie als Fraktion, abgelehnt hatten. Jetzt sprechen Sie sich dafür aus, dass die Stärkungspaktkommunen und deren Situation individuell berücksichtigt werden sollen. Also bisher gilt für uns das Prinzip der Gleichbehandlung, dass hier Sonderregelungen vereinbart werden können. Ich würde gerne für Bergneustadt eine in diesem Zusammenhang herstellen wollen. Aber Sie wissen auch, das ist schlichterdings überhaupt nicht möglich, weil automatisch in diesem Zusammenhang alle anderen im Zusammenhang sagen, ich will da ähnliche Sonderregelungen haben. Und insofern, Herr Nettekofen, sagen Sie Ihren Herrn Laschet, er soll das Thema anders anpacken in seiner Funktion als stellvertretender Parteivorsitzender. Er soll mal mit Herrn Schäuble sprechen,
man nachfragt, ob es denn sinnvoll ist, 12 Milliarden Euro Überschuss im Rahmen der Haushaltsrechnung auszuweisen oder nicht möglicherweise mal nachdenken, inwieweit wir beispielsweise im Rahmen der Eingliederungshilfen endlich die 5 Milliarden Euro Kostenentlastung für die Kommunen weitergeben können oder aber die Anteile im Rahmen der Eingliederung, im Rahmen der Kosten der Unterkunft für NRW anheben oder aber das Thema Integration und Flüchtlingsunterbringung besser ausstatten, als das momentan der Fall ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.